verrutscht. Ja, wunderschönen guten Nachmittag allerseits. Willkommen zum Retro-Wunschgame für den Herrn Milanese. Der hat mal wieder 100.000 Taler rausgehauen. Nee, Taler nicht, wie heißt das? Double Points, genau. Für dieses Spiel, was wir heute in den nächsten 2,5 Stunden sehen, Power Picks of the Dark Age. Picks mit 2G, komischerweise. Warum auch immer. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Donnerstag bis dato. Und ich esse nebenbei ein Stück Jokolade. Jokolade. Angeblich mit Mandeln und Birne. Also Mandeln lasse ich mir noch eingehen. Das ist das Müsli von dem Seidebacher. Mandeln lasse ich mir noch eingehen, aber von Birne ist irgendwie nichts zu sehen. Auf jeden Fall so eine Fairtrade-Schokolade. Steinharte. Aber auch cool. So. Wir gehen mal ins Spiel. So. Und Servus. Bomber, Hendrik, Chris und Retrocast. Ja. Gucken wir mal, was das so ist hier. Ich habe nämlich keine Ahnung. Lief wohl irgendwann mal letztens in einem Stream. Ups, laut. So. Mit Schweinen. Ein Spiel mit vielen Schweinen. Von 95. Titus. Power Peaks of the Dark Age. Irgendwann kommen Donuts im Spiel drin vor. Ach, ich habe gerade gelesen. Sex and Music. Sex und Music machen wir an. Sound Players. Okay, Schwierigkeitsgrad gibt's nix. Oh, da nix Credits. Gibt's denn das hier? Ich möchte zurück. Nein! Okay, ich komme schon nicht mehr aus dem Credits-Menü raus. Nee. Muss ich hier auf... Aha! Jetzt habe ich... Jetzt macht das Ganze Sinn. So. Kaputt. Ich dachte schon, es wäre kaputt gewesen gerade. Und hallo PC Time Traveler. Willkommen. Servus. Führt dich denn hierher? Bleib mal zu sagen, ich kenne das Spiel nicht. Ich habe es noch nie gespielt und das wird man auch gleich sehen. Oha! Butt Slam, okay, ich kann eine Arschbombe machen quasi. Gucken, wie das. Wie mache ich die? So, wow. Und können irgendwelche Donuts einsammeln. Können ein Schwert schwingen und wir können mit den Donuts werfen. Das ist ja nice. Servus, genau, bin Bayer. Woher wusstest du? Ach, ich sage immer Servus. Und ich nicht aus Bayern bin. Bayern! Der Maibaum ist nicht die einzigste Stange in Bayern, hatte Peter Steiner früher schon gesagt, in solchen frivolen Filmchen. Und... Es läuft sich irgendwie... Irgendwie erinnert mich das an ein Asterix-Level, ich weiß gar nicht warum. Wir werden jetzt also auf diese... Oha! Auf die Fenstersimse gehen. Oberbayern, jawohl. Wo denn? Bad Tölz? Bad Wiessee? Was gibt's noch? Die einzigen, die mir gerade einfallen. Okay, das Dach können wir besteigen. Unser Schwert ist schon mal gut. Eine nette Attacke. Oha! Was ist das denn? So, super Donuts. Oh, Brin am Chiemsee, wie die Leute, die Unwissenden immer sagen. Brin am Chiemsee. Nicht schlecht. Schöne Gegend da. So, das sind Treppen. Oha. Oben ist ein Leben. Kommen wir da hin? Irgendwo noch eine Treppe sein?
Finden wir die auch? Irgendwie geht's hier. Moment. Das geht schon mal nicht, okay. Ja. Wir nähern uns. Yes. Ein Leben direkt schon mal. Weiß nicht, was diese ganzen Dinger hier bringen. Ich glaube nur Punkte. Oh Gott. Autsch. Hundi! Oder sowas ähnliches. Wundert mich ja, dass ich noch kein Leben verloren habe. Bisher. Ich spiele das richtig mit Bravour, möchte ich mal sagen. Aua. Ich weiß gar nicht, ob es hier lang geht oder unten. Wir gehen einfach mal oben lang. Gibt es nämlich lauter Zeug. Okay, wieder so ein seltsames Etwas mit seltsamen Klamotten. Shit. Nein. Ah, verkackt. Schwerst verkackt. Egal, ich geh nochmal oben lang. Das Spiel war übrigens, habe ich gelesen, auch mal für den Sega Mega Drive geplant, ist aber nie erschienen. Ich glaube, ich bin hier irgendwie. Ich dachte, die Plattform kommt mal langsam runter. Jetzt erst. Ah, okay. Und der Herr Patrick Heider, servus. Über ein Dach. So. Grafisch sieht's, naja, geht so. Gibt schönere Spiele, aber ja. Solide Durchschnittsgrafik fürs SNES. Ah, was ist das? Ein Kopf. Musikalisch gefällt's mir. Sehr motivierende. Oh Gott. Motivierende Musik. Der schießt mit seinem Ding. Das ist ja. Ah, nee, auch nee, okay. Das sah aus, als macht er sein Kleid hoch und schießt dann. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel Kazumi Ninja gesehen für den Jaguar. Da macht er nämlich diese eine schottische Kämpfer, macht seinen Rock hoch und schießt dann mit seinem Ding. Das sah hier im ersten Moment auch so aus. Dabei hat er so ein komisches Rohr unterm Arm. Aber siehst du, auf den ersten Blick siehst du das nicht, weil das dieselbe Farbe wie sein Kleid hat. Was komische Dinger hier. An Chuck sagt mir jetzt nichts. Na? Chuck Rock? Ne, hab ich nie gespielt. Vergiss nicht zu werfen. Stimmt, kann er auch werfen. Okay, geht's hier nicht mehr hoch. Geh ich halt hier lang. Kann ich ja runter? Aua! Ach doch, da muss doch irgendwas sein. Ah! Haben nur noch anderthalb Donuts da oben. Denk mal, sind Donuts. Der fiel schon mal mit Plattformhüpferei. Du guckst in die falsche Richtung, du doofes Schwein. Okay, jetzt war ich abgelenkt. Locked up. Beautiful Downtown Peak Player One. Jetzt geht's komplett von vorne los. Nee, ach so, die Dinger sind Checkpoints, die Köpfe. Okay. Der hat sie doch. Komisches Ding. Komisches Hundi. Oh Gott. Brauchen wir ein bisschen, bis er sich umdreht. Hast du im Checkpoint schon geschrieben? Oh, okay.
Gut erkannt. Ich hätte gedacht, das wäre ein Leben oder irgendwas. Aber ab sah ja anders aus. So. Arschbombe. Sehr schön. Ah, lalalala. Vorsicht. Lauter Aushilfs-Robin Hood hier. Eieiei. Erinnere mich an Dr. Jekyll und Mr. Hyde hier. Mit den blöden Pfeil und Bogen-Typen. Ach, sehr nett. Juhu. Ganz schön schwer gleich hier. Okay, geht's nach unten? Der Treppenhaus. Ah, da wäre ein super Donut gewesen. Kriege ich den noch mal? Nee. Das Haus hat schlechte Fußböden, da fällst du überall durch. Alter! Nicht du schon wieder. Hallo! Ich wollte runter zu dem. Geht jetzt nicht mehr. Ich hab's befürchtet. Weiß nicht, was da unten diese 15 bedeutet. Oben diese 4 sind die Dinger, die ich schießen kann. Oh Gott. Aber davon habe ich echt nicht viel. Grad mal 2. Diese Kugeln zählen da unten. 22. Vielleicht kriegen wir ein Leben für eine bestimmte Anzahl. Könnte ich mir mal denken. Hätte ich doch mal lieber wieder geworfen, aber ich habe nur noch 2. Das reicht nicht, um den zu killen. Oh no! Genau rein. Ach, hier, das Haus steht im Weg. Ah, das geht aber richtig hoch. Wirf doch mal! Ich hab da nur 2, das reicht doch nicht. Ich hab zu wenig Donuts. Wie in Wirklichkeit. Ja doch, 2 reichen. Aber jetzt habe ich keine mehr. Jetzt bin ich out of Wurfgeschoss. Das war ein Shakepoint. Das scheint Spaß zu machen, sich hier von der Luft treiben zu lassen. Selbst die Gegner sind auf den Geschmack gekommen. Ich glaube, den kann ich nicht killen, denke ich mal. Oder? Doch, kann ich. Ich dachte, weil er eine Rüstung anhat, ist der nicht kaputt zu schwerten. Der Silver Surfer. Beste. Oh, das sind Cards. Das sind Katzes. Die Pfeil und Bogen. Ich werde zum Schinken. Ich werde zu einem Schinken. Vielleicht ist es nicht grad. Jetzt wäre Werfen natürlich toll. Er lässt sich nicht hoch genug treiben. Ich glaube, ich mache hier, dass ich wegkomme, besser als versuchen, hier die Gegner zu killen. Oh, komm! So. Ah! Das war fies, hier hinter der... ganz feige hinter der Wand hier vorzukommen. Super nett. Sarma. Der sieht ja optisch aus wie der Pumuckl irgendwie. Von seiner Klamottenfarbe zumindest. Uah. Das ist natürlich toll.
Ich glaube, ich muss mich ducken. Der schmeißt das Ding über mich. Ich hoffe, das fügt dem Schaden zu. Ich vertraue ja nicht mehr so drauf, wenn ein Gegner blinkt. Bis Sonntag dachte ich ja, dass das heißt, Schaden wird zugefügt. Wir haben ja das anders gelernt, aber hier scheint es zu stimmen. Na, Junge! Hör auf zu fuchteln! Die Vini, danke für 37 Monate! Servus! Dankeschön! Fucking Monate. Und immer noch Hammer Mecha beim Doddeless. So, ich komm gerade vom Friseur. Ansatz ist Krone. Ansatz ist Krone! Ja, GG for the Lost Ansatz! Und Servus Divinity, danke für 37 Monate! So, Hundi tot dafür. Absolut! Mit Bravour. Das Level dominiert. Das hat man gesehen. Blowhole Forest. Das klingt nett. Der Blowhole. Warum sind die Bäume hier so komisch gestrichen? In Bahnschrankenfarben. Oh Gott. Da ist ein Matsch. Da ist ein Matsch. Aua. Dieses. Würde mich gerne irgendwie hochdingsel. Ah, ja. Er wieder. Der ist mal am suspektesten, der Typ. Ja. Ich glaube, so hoch können wir. Ah, der trifft aber auch gut hier. Der doof da oben. Cheat. Ach, ich muss auch mal zum Friseur allmählich. Ich hatte ja zum Glück die Möglichkeit, während des Lockdowns auch mal zu gehen. Aber langsam wird es schon wieder Zeit. Donuts! Ui. Ui. Und diese Pfeilköpfe, dann nervt schon ein bisschen. Aua! Ah, nee, ja. Alter! Seit November, ja, bei Frauen ist das jetzt nicht so schlimm. Die Haare noch ein bisschen länger sind. Frau, kannst du da ja viel mehr machen. Sage ich jetzt einfach mal so. Dann stimmt's gar nicht. Und Dirki, Servus, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Eieiei. Könnt ihr mal werfen. Dafür sind die da. Haare können lang sein, aber der Ansatz ist Horror. Das hast du auch immer, wenn sie hier an den Seiten so lang oder so dick wird. Das mag ich überhaupt nicht. Oh nee. Ups, kann ich das noch gerade so? Okay, ein geheimes Loch. Und Mausis. War nicht übel hier. Sechs Donuts. Müssen wir echt streng einteilen hier unsere Ration. Mein lieber Mann. Komme ich nicht mehr runter, weil ich Aufwind habe, oder wie? Oder geht das? Ich glaube, so geht's. Naturhaarfarbe lassen, hat man das Problem nicht mehr.
Haare färben. Ja, das hatte ich nicht. Was ich mal hatte, blonde Strähnchen. Das war aber, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, als es jeder hatte, als es modern war. Was jetzt auch schon recht lang her ist. Cheater! Davon mag ich ein Bild sehen. Irgendwo habe ich noch eins. Ich weiß nicht, ob auf dem PC oder so. Oder auf dem Couch-PC da hinten ist es auf jeden Fall drauf. Ich werde es mal in Discord stellen. Da war ich noch jung. Jesus! Mein 20er Haare? Nee, lange Haare hatte ich nie. Das steht mir nicht. Mit Schwarz. Ja, das ist so viel Arbeit, dieses Schwarz nachfärben immer. Zeig mal. Ich zeig's heute Abend dann nach dem Stream. Poste ich mal ein Bild. Daddel mit der blonden Strähnchen. Ich habe zum Glück nicht viel Grau bisher. Da ist zwei, drei graue Haare, wo dann mal ein bisschen durchkommen. Hier oben. Jetzt sieht man sehen, ich mal Kappe auf hab. Edles Grau ist aber schöner als so komisches Schwarz, was gar nicht passt, muss man sagen. Wird die Divinity auch sagen, ne? Divinity mag bestimmt auch der George Clooney. Ist ja der Weltbotschafter grauer Männerhaare. Der George Clooney, kann man sagen. Fuck! Ist ein Kackspiel hier. Oh, ich kenne jemanden, der ist 25 schon grau. Das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Hat zwar schon wirklich mit jüngster Zeit grau werden. Bastian Schweinsteiger, der ist ja fast komplett grau mittlerweile. Ist ja eine extrem ergraute Eminenz geworden. Der ganz tragen. Schau, schau, schau. Da freut sie sich, die Sau. Es geht schneller, als man denkt, ja. Das geht ruckzuck. Aber lieber grau als Glatze. Alter, wird verfolgt hier. Was sind das für komische Gegner hier? Mit ihren Pfeilen, das ist anstrengend. Der EAV, sicher, der Schweinefang. Passt doch auch zu dem Spiel hier. Das Sau. Anfänge grau zu färben, färbe ich weiter. Außer ich werde richtig weiß. Das ist dann wieder cool. So kriegen wir den auch kaputt, ohne selbst Schaden zu nehmen. Ja, gut. Ah, die sind anstrengend. Ich weiß nicht, ob das Hunde oder Wölfe sind. Könnten auch Wölfe sein. Die sind ganz schlimm. So, da ist Energie drin gewesen. Kann ich mehr als gebrauchen. So, hey.
Endlich. Na, eine komische Matsche da immer. Warum macht einem Schwein eigentlich der Matsch hier was aus? Doch Quatsch. Das ist ein Widerspruch. Wie gefällt dir das Sauspiel bisher? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie sehr weird. Die ganzen Gegner. Vor allem der Hund mit den Frauenkleidern. Der macht mich verwirrt. Oh Gott. Und einfach ist es auch nicht. Aber irgendwie witzig. Und der West Blowhole Forest. Oh Gott. War jetzt so lange kein Checkpoint? Ich weiß gar nicht. Ich fürchte es. Oh, das war schön gerettet. Aber ich muss mich da draufstellen direkt. Oder wie kommt man sonst da? Autsch! Und in der Luft zerfetzt. So kommt man dahin. Irgendwie. Ach bitte. Sehr spätes SNES-Spiel. Wenn es erst 97 erschienen ist. Die Kritiken sind nicht so berauschend. Eben auf dem Startbildschirm stand 1995. Vielleicht hier in Europa 97. War ja schon das N64 lange draußen. Ich, was, bis 35 habe ich keine Farbe verloren, seitdem täglich. Ja, wenn das mal anfängt, dann meistens echt sehr schnell, aber bei mir irgendwie, es bleibt bei diesen 2-3 grauen Haaren, die ich habe. Irgendwie wird es nicht mehr. Und die habe ich schon seit Jahren, diese 2-3. Fast. Trifft mich trotzdem. Mann. Komisches Ding. So. Und da war ein Donut drin. Nom, nom, nom. Das Level ist nicht mehr lang. Irgendwie mag ich das Level nicht. Ah Gott, was tust du mir hier anspielen? Ah, komm! Oh ja. Vorsicht, matschige Matsch. Donut! Gib! Gib den Donut! Ach nee, da wollte ich eigentlich nicht. Da bin ich gerade gestorben. Wer nicht hören will, muss für... Oh, da hatten wir drei von den Bescheuerten. Die sind doch verrückt. Drag Queen Dogs. Was war das? Ah, ein Check. Off Point. Ah, komm! Wie wir da rumfliegen müssen. Verbotene Weise. Oh nein, Boss. Jetzt macht er hier einen Boss. Nein! Ach komm! Soll ich denn das einsammeln, wenn der da hochkommt? Job ist auch zum Haare ran. Game over? Okay. Continue. Yes. Sind wir mal bis zum Boss gekommen. Jetzt können wir das Level natürlich von vorne spielen. Ja, großes Tennis, ja.
Samstag gibt's wieder Donkey Kong Trilogy, genau. Gucken, wie weit wir diesmal kommen. Das Super Donkey Kong Fangame. Alter. Wollte ich auch zerstören. Ich denke immer, die kann ich nicht kaputt machen, dabei kann ich's. Komm ich da nicht hoch zu dem? Von hier aus. Genau. Ui! Ich glaube, hier sollte ich wieder. Ich weiß nicht, ob der so weit werfen kann. Ich denke ja. Ich habe gar nichts zum Werfen. Das macht Sinn. Viel schwerer kann es nicht werden. Sag das nicht. Ich erwarte alles. Ich erwarte alles fiese. Ja, Doppelgegnerangriff, ja. Oh. Nein! Ah! Der Maus. Der Mäuserich. Hä? Doch nicht gleich so hoch! Ist doch der Robin Hood wieder. Alles killt mich in dem Spiel. Wobei, man kann auch diesen Schuss abblocken mit dem. Das habe ich bisher nie gemacht. Hätte ich vielleicht öfters mal machen sollen. Mit dem Schwert kann man den Schuss auch abblocken. Okay. Ha, diesmal reagiert. Wow! Kannst du doch nicht tun, So. Checkpoint Boss. Stimmt, da war noch so ein Flughund. Den lassen wir mal Flughund sein. Diese Arschattacke ist relativ schwer zu planen hier. Aber hier kann ich auch wieder ablocken, der Feuer, aber nicht, wenn ich so schräg dagegen hau. Okay. Jetzt habe ich noch einen halben Donut hier. Großartig. Das ist richtig viel. Jesus. Moin, Sünde, Wurstwasser, Elmo. Servus. Das ist ein Spiel mit Schweinen, was sich der Chris gewünscht hat und bin sehr, sehr strange. Nichtsdestotrotz witzig. Schau dir die Ohren ab. Das geht ja tatsächlich. Ich kann ihm die Ohren abhauen. So. Schon mal, bis er sich da ausgeballert hat. Hautschen. Auf zu ballern.
Hör auf zu ballern. Spring, du Schwein. Okay, ich glaube, das wird schwer. Hoho. Ah, der Tod als Schinken auf dem Tablet. Ja, das gefällt mir. Muss nicht sehr lachen. Und Joko, servus und danke für den Host. Jedes Mal hau ich in den rein. Wir hoffen, dass da ein bisschen Energie drin wäre in dieser Box dabei. Na. Müsste eigentlich schon einen Safe Spot geben, das wäre fein. Ja, der schubst mich ja sogar. Ich mach mal Eile mit Weile, vielleicht hilft ja das was. Ich treff nix. Jetzt hat. Haha. Getroffen. Ja, so dauert das Spiel nix bis 7:30. Sicher. Hoff mir. Mist, ich habe keine Donuts mehr zu werfen. Schade, schade. Okay, das Spiel ist nice to me. Haha. Der Boss ist allerdings ein bisschen arschig. Der eskaliert gleich mal, wenn ich die Donuts einsammle. Jetzt haben wir wieder 6 Stück. Ha, der Ohr ist ab. 4 Schlüssel an einem Hund. Also ich sehe weit und breit keinen Schlüssel. Ich bin im Suchen, ja. Jawohl, ich hab's auch gesehen, dass kein Schlüssel da war. Der Schließer, Alter. Schlüssel war keiner da. Ja, heute nur dieses Spiel, weil das ist ein Wunschgame vom Retro. Vom Retro. Ein Retro-Wunschgame vom Chris. Der hat 100.000 Points rausgehauen. Und wer das macht, der darf sich einen kompletten Stream ein Spiel wünschen. Beziehungsweise darf sich ein Spiel wünschen, was ich dann einen kompletten Stream zocke. So. Der Chris hat das heute schon zum zweiten Mal gemacht, weil er so viel hat. Ui! Tschuss, du Kopf. Ja, super. Hab deinen Channel gesucht bei Twitch, nachdem ich bei YouTube gesehen habe, dass du vor der Sophia durchgespielt hast, quasi Follow ohne Stream. Da ist es neu. Ja, Fortress of Fear ist eins der schweren Spiele, wo ich sogar kann. Gibt so eine Handvoll schwere Spiele, die kann ich irgendwie. Warum auch immer. Das ist aber die Ausnahme. Wo muss ich denn hier hin? Ach, da geht's weiter. Zu der Exit. Fortress of Fear! Dark Age Donut. Oh, das ist ja super. Bin nie über Level 2 gekommen. Hab's auch seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Das ist ein echt cooles Spiel. Ich mag's. Auch wenn es echt fies teilweise ist. Wenn man weiß, wo die fiesen Stellen sind und was die fiesen Stellen machen, dann ist wie bei jedem Spiel. Wenn man weiß, was kommt, ne? Ist es nur noch halb so schwer. Aua. Das wird es wohl jetzt in jedem Level hier geben, diese.
Ja, kann ich nicht zerstören. Ah, Mist. Ah! Kartoffelstampfer hier. Das ist wie so Schnitzelklopferhemme. Mit der Maus passiert natürlich nichts. Die ist niedrig. Die Dinger sind scheiße. Ja, so hoch wollte ich auch nicht hinaus. Ja, ja. Da lebt noch einer. Mist. Fug. Doch mal wissen, was in der Kiste ist. Ein bisschen Donut-Zeug. Ach komm. Das sieht ja gut aus. Miau. Ist das denn jetzt ein Piekser? Ein Piekser? Er braucht gleich mal 3 Treffer. Na toll. Sehr schön. Na? Warum springst du nicht hoch? Ah, jetzt da. Okay, unter dieser Pömpel da, Pinöppel da, gibt's ein extra Leben. Dachte ich mir schon. Das Europa-Hörspiel, die Todesratte. Einiges an Europa-Hörspielen, die haben ja lauter so witzige Sachen rausgebracht. Wobei ich meistens TKKG früher gehört habe. Und ab und zu die 3 Fragezeichen. Du blödes Ding, du. Das ist echt schwer, da unbeschadet durchzukommen. Hä? Hm. Schwinde hier, oh Gott! Ah, nein! Da fällt er wieder ganz runter. DKKG zu 3 Fragezeichen. Wow. Wieso? Ist das schlimm? Fand die 3 Fragezeichen immer, war eher so ein bisschen gruselig. TKKG war eher so Action. Wurde immer geschlagen hier. Der Tarzan, der hat ja alle verdroschen, alle in die Fresse gehauen. Das wurde damals noch vermittelt den Kindern, richtig so. Wenn einer dumm kommt, hau ihm aufs Maul. Mein Donut! Du Arsch! Upsi! Todesratte! UFOs in Bad Finkenstein, genau.
mit der Frau Mübo. Müller-Borello. Die vom Dorf terrorisiert wird. Obwohl, das ist gar nicht die Folge. Das war ja Hexenjagd in Lerchenbach. Hab ich gerade verwechselt. Nein! Wie Rotz. Das ist vielleicht ein Doofkorb. Du bist echt schwer, du. Hoho. Game over. Game of over. Deswegen haben wir alle kein Nasenbein mehr. Ja, das TKKG. Gab es sogar eine Fernsehserie damals dazu. Die war so schlecht, dass es schon wieder gut war fast. Die war sehr strange, aber hallo. Stranger geht's gar nicht. Ein Realist muss, wollte ich jetzt eh nicht reden. Bei TKKG darf man noch nicht nach Realismus suchen. Aber auch generell war die sehr, sehr komisch, die Serie. Aber es waren halt die 80er. Sehr gute Schauspielkunst, ja. Extrem gut. Schnell weiter. Schnell weiter. Einfach weg. Hallo. Hoch mit dir. Sehr schön. Das ist mies. Da oben. Deswegen brauche ich die Donuts hier, um den zu bewerfen. Aha! Nein! Ein Loch! Gib den Donut! Gib den Donut! Gruselhörspiele, ja! Hab ich früher immer. Die alten John Sinclair-Hörspiele, kennt die noch jemand? Die waren aus den 80ern, die ganz alten Dinger. Die hab ich alle auf der Festplatte. Kommen aber nie dazu, die mal zu hören. Ach, einfach loslaufen. So geht's natürlich auch. Easy peasy. Okay, weiter, 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 weiter. So, den machen wir jetzt mal hier. Ich will keinen Boomerang. Spiel. Hilfe. Die alte Naschtüten. Eine bunte Tüte. Ja, das war noch schön am Schwimmbadkiosk. Da gab es immer tolle Sachen. Schön Pommes hier mit zwei vollen Händen Salz, damit man schön Durst bekommt und was zu trinken kauft. Dann die schöne Langnese-Eiskarte. Der grüne Pfand. Was gab es da noch? Hier der Ed von Schleck. Oh Gott. Jesus Christ. Wie wär's mal mit dem Checkpoint-Spiel? Wäre das zu viel verlangt?
Hier 234, genau, ja, ja. Und eine extra Portion Phosphat, bitte. Wow. Ha, hättest du gern. Das für eine Suppe hier. Hella. Der Donuts. Das war der Preis. Das ist aber gemein, du. Er ist prangerisch an sowas. Solche Methoden. Ach komm. Warum ist denn das Spiel so schwer? Waren sie wieder zu faul, ein langes Spiel zu machen, dann machen sie es umso schwerer. Damit man schön lange in einem Level verbringt. Kann ich da... Kann ich? Darf ich? Ah ja. Der Förderband. Das ist ja wie bei Days Before Christmas. Geh! Tot, mein Bester. Die Fabrik. Chris, bist du so weit gekommen? Ha, wer weiß. Nur das erste Level. Du hast das ja nur eine Viertelstunde gespielt oder so. Fug! Okay, es hat sich gelohnt. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin hier auf dem... Könnte aber... Ich hoffe... Ah, das ist ein Checkpoint! Ja, nicer, dicer. Da ist wieder der Haferschleim-Topf. Alter Falter! Ist mal gut hier. Diese Pfeil-Heinis. Gehen wir schon ein bisschen auf den Zeiger. Autsch, 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 autsch. Kuh. Ah, komm. Tschüss. Oh Gott, halbe Donut nur noch. Deswegen bist du nicht weit gekommen, dachtest, oh, dann wollen wir mal der Double mit ärgern, ja? Weil das so schön schwer aussieht. Aber immerhin mal was Neues, was man noch nicht gesehen hat. Deppes! Mein Hassgegner ist der da. Der Pfeilschmeißer. Otschen! Jesus! Ja, hoch mit dir. Ich glaube, da links müssen wir hin irgendwie. Müssen wir uns erstmal hier von der Luft hochtragen lassen. Ja, so. Okay. Ach, nein! Komm ich da nochmal raus aus dem Schlabbel der... Allah! Nichts gegen Gegner, aber die sind alle so Nervgegner, so wie so rumhüpfen und schießen. Muss das denn sein? To the Snout! Mit der Sau. Wieder mal was Neues. Ah. Drecks! Schlambelstor. Und Exit! Immerhin. Schon ein bisschen weiter nach rechts gehen müssen, ne? Schon beste Exit.
Musik musste im Fahrstuhl im Kaufhaus spielen. Das würde Leute wundern. Der Gruselwelt. Ja, das ist nett. Kann man doch nicht wissen. Jetzt habe ich meine Energie wieder voll bekommen. Ui. Der alte Gemäuer. Machen die da hinten. Den wächst was aus der Nase und das hat sich verbunden. Das finde ich cool. Der, du. Blöder Kasper, du. Yeah, eine Fontäne. Gab es einen Cartoon von dem Game? Ist mir nicht bekannt. Niemals von denen gehört. Weiß nicht, was das für Figuren sind, ob die irgendwo sonst noch zu sehen waren. Power Picks of the Dark Age. Hm. Was sind dann das für komische Raben? Die haben neongrüne Füße. Das Geräusch, wenn der einen Donut einsammelt, ist, glaube ich, derselbe Soundeffekt wie der, wenn Lester stirbt. Ist euch das mal aufgefallen? Dieses... Das klingt genauso. Kark. Guck jetzt. Boom. Das ist doch das. Eier, Tapjipu. Entschuldigung. Ja. Er lässt er nie verreckt, natürlich. Ein Safe State nach dem anderen hier. Nächste Kiste. 11 Stück. Oh, oh. Bumm. Das ist genau das. Das ist sogar vom selben Entwickler. Irgendwie sehen auch die Einblendungen ähnlich aus. Aber ich weiß gar nicht, von wem Lester entwickelt worden ist. Mich nicht wundern, wenn es dieselben sind. Auch so komische Figuren hier alles. So einen Bauch habe ich auch bald, gebe mir Mühe. Wer das frittiert nicht ehrt, ist des Schlemmens nicht wert. Heißt ja so schön. The Lost City of Swine. Der dritte, oh Gott. Alter, die Rotz, hör auf. Lederrotz. Ha. Boom. Autschen. Ach, da kannst du drauf springen. Auf diesem ekligen Zeug, was dir aus der Nase wächst. Sehr schön. Und diese Vögel mit den grünen Füßen. Oder oben ist ein Energiedingen. Da hin. Hier nett. Alter! Oh Gott, die Transvestiten-Hundi ist wieder. Nicht schon wieder. Ich dachte, die wären mal los. Ah, nee. Kasper. Ausgekaspert.
Okay. Das sind irgendwie bessere Donuts, glaube ich, da diese mit Schokolade. Ich glaube, da brauche ich nur einen, um einen Gegner zu killen. Und jetzt habe ich hier so einen glasierten Donut, ich glaube. Ich glaube, das ist der beste. Hey. Okay. Hier lauter Donut-Upgrades. Stimmt, der ist direkt tot, ja. Cool. Hey. Aus das Füß! Yeah, ich hab so einen Schwung hier mit dem Degen, dass der Hund gleich mal hier was beigebracht kriegt. Da ist er nagisch. Tot? Ne, er lebt noch. Nervöse Fuchtelhund. Tot ist er. Ah komm, was denn nun noch? Mach keinen Stress. Wow. Volle Energie. Bin ich gut? Bin ich wieder mal... Hallo. Mir wird's Angst und Bang. Ah! Gott, das will! Eingekesselt von Tramsenhundis. Nein, noch mehr! Die sind so creepy. Ach du Scheiße. Sehr sexy, ja, ich sehe schon. Das gefällt euch auch. Boom, ein Donut, weg ist er. Ja, der fliegt sogar noch ein bisschen durch die Gegend. Das ist richtig gut. Ach Gott. Na, da wäre doch noch was gewesen. Okay. Bisschen Labyrinth-Zeug hier. Aber ich denke, hier waren wir noch nicht. Es sei denn, die Kisten tauchen wieder von neuem auf. Was für ein Game. Bis später, Dibidi. Viel Spaß beim Kochen. Gegen Kochen. Zwei glasierte Donuts. Oh, hier ist es. Haha. Boom. Habe ich nur keine mehr da. Schade. Mir gab's heute Dose. Leckere Dose. Oh, da ist ein Energiedingens. Und was für eine Dose gab's denn? Lass mich raten. Ravioli. Erbsensuppe, auch sehr gut. Und Suppe. Ui. Da waren wir jetzt aber, ja, da runter. Warte mal, kommen wir da runter? Ist der Auftrieb zu stark? Okay.
Okay, ich denke, die war noch nicht hier. So. Jetzt sind wir wieder hier. Ich denke, wir müssen wieder drüber springen oben. Ja, die tauchen echt immer wieder auf. Okay. Die Power-Ups. Witzig. Gucken, ob wir da überhaupt drüber kommen. Ui. Gucken, ob das stimmt. Eieiei. Warum? Okay, ja, super. Wir sind back on the Tageslicht. Mitten in der Nacht. So, hier nochmal. Jaboing. Bis ganz da oben hin kommen wir aber nicht. Haben wir aber auch schon. Mhm. Nein, nicht schon. Bitte nicht schon wieder. Nicht wieder ins Loch fallen. Müssen wir wenigstens wieder direkt wieder rauskommen. Und irgendwie da drüber springen. So, heppa. Vogel? Man muss hier passend springen, weil ab und zu kommt dieser Auftrieb hier. Nicht so viel. Ah, jetzt fällt der schon wieder ran, du blödes Schwein, du. Du dumme Sau, du. Ja, nein, fast. Jetzt, vielleicht müssen wir da lang. Da waren wir zumindest noch nicht. Plattform. Halt! Das ist ein unlineares Level. Ich laufe jetzt wahrscheinlich die komplett falsche Richtung. Ja, hier komme ich nämlich irgendwie her. Oder? Kommt mir das sehr, sehr bekannt vor. Können hier auch schon mal rein. Hm. Ui. Die Kisten tauchen immer neue auf, wieder. Was ja eigentlich ganz gut ist. Hier, da geht's. Oh. Blöder Vogel. Vogel stößt mich gleich wieder an den Topf rein. Warum komm ich nicht hin? Musst du eine Schweinedame retten? Ich habe keine Ahnung, wofür wir hier sind. Keinen Schimmer. Passen wird's ja. Vielleicht müssen wir auch der Schlachtbank entkommen.
Tja, wie komme ich da hoch? So gar nicht. Von hier aus eventuell? Hm. Oben, nee. Ach, wie hoch das auf einmal... Ah. Okay. Das geht auch richtig hoch. Man muss nur irgendwie das Steuerkreuz dabei nach unten drücken, dann springt man richtig hoch da ab. Na komm. Die Frage ist, kommen wir von da auf das Ding? Aber da müsste ich auf jeden Fall irgendwie drauf kommen, aber irgendwie... Das ist eine ungünstige Position. Was denn gehen? Hä? Dann hier schon mal nicht. Hä? Gute Frage. Könnte. Das wäre noch am logischsten hier mit diesem komischen Ding. Aber ich komme da nicht auf dieses Plattform-Dingens drauf. Oh, es geht! Danke! Hat's doch noch geklappt. Und der Goku ist da. Servus! Schönen guten Abend! Alter! Sehr gut. Hm. Wohin? Wohin ist die Frage? Wohin ist die Frage? Ach ja, nice. Aber springen geht hier zumindest. Aber auch nur sehr, sehr geschickt, muss man sagen. Ah! Oh, es schneit schon wieder. Heute ist arschkalt draußen. Kollegin hat heute gesagt, es hat kurz geschneit. Heute Vormittag. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Hat es hier auch kurz geschneit. Aber nur sehr wenig. Ey. Dieses blöde Gedissel-Düssel-Du-Dassel da. 8 Grad. Hier waren es heute Morgen. Waren es minus 1 oder so. Und nächste Woche soll es ein bisschen aufwärts gehen, sonst wieder auf 13 Grad steigen. Ich glaube, ab Dienstag oder so. Ach so, muss man das machen. Hahaha. Fuck, Vogel. Hm, ich das dann eben hinbekommen. So, ganz gechillt und mit dir fühl das Ganze. Und dann komme ich trotzdem nicht an dem. Haha. Ach komm. Der Frühling, ja. Ruckzuck geht das. Vor 4 Wochen hatten wir über 20 Grad. War schon geil. Alter! Diese dreckigen Raben da. Mann, mit den grünen Füßen. Guten Hunger, Divini. Bis gleich. Das ist das Chris-Game, ja, sieht man doch. Sonst kommt doch keiner auf sowas. Hallo, Ratte. Hol dir Rotz.
Oh, fast. Ja, graziler Sprung. Sind wir doch direkt da, wo wir hinwollen. Gehen wir mal da schauen. Nicht! Ihr Fuck! Fällt er da komplett da unten? Blödes Schwein, du. Sag mal. So eine dumme Sau. Boom. Sag mal. Boom. Nein! Viele Vögel. Milanese pöbelt wieder. So geht's nicht. Ich pöbel bald auch mal in seinem Chat. Hops. Ja, ha. Bei mir schweigen immer alle. Nein. Ich muss mal gucken, ob ich da lang muss. Ich weiß es echt nicht. Doch, da eigentlich. Ja. Hier da hoch. Da hoch. Da sind wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. So. Vögel da. Boom. Blöder Vogel. So. Haben jetzt ein Herzensbedürfnis. Ja. Okay. Scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Herr Meier war nicht so ein Arschloch wie der Vogel hier. Mistviecher. Die spawnen auch neu immer, glaube ich. Oder sind so viele? Scheiße! Tschüss. Dann kann man wieder springen. Der Meier! Oh Gott. Okay, viel war das jetzt nicht hier. Chap, 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 chap. Aber da auf den Kalender geguckt und musste erwundert feststellen, dass ja schon Ostern ist in 2 Wochen. Krass. Also die K-Woche ist übernächste Woche schon. Ich dachte, die wäre erst 1 Woche drauf. Wie schnell es doch geht, hä? Ups.
Oben ist ein Checkpoint. Das wäre natürlich jetzt schön, wenn ich da dran käme. Jetzt kommen die anderen. Ah, Exit. Kann ich direkt Exit gehen? Nö. Jetzt habe ich den Checkpoint leider nicht aktiviert. Das wird mir noch zum Verhängnis. Treffe ich die überhaupt? Nö. Ah, du blödes Vieh, du. Toll, die Donuts bringen nichts. Das Vieh ist ja überall geschützt. Außer am Kopf. Am Kopf ist es nicht geschützt, wie die meisten Gegner. Nice, jetzt bin ich ein bisschen treffsicher geworden. Aber mit einem halben Donut kannst du halt keinen Blumentopf gewinnen. Fuck, jetzt habe ich diesen letzten Checkpoint. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Der ist so weit oben. Den ganzen, Alter, was ein Dreck aus der Hölle. Ich musste hier nochmal anfangen. Sorry, mal. Finde ich nicht gut. Mal ein bisschen mehr Donuts aufheben für den Boss, ne? Moin! Oh, hast du das gesehen? Ein schöner Sprung, das war. Weg da, du Vieh, du Blödes. Ich glaube, ich hole mir erstmal ein paar gute Sachen da unten im Topf, falls ich da runterkomme. Ach, dann werden die Uhren wieder vorgestellt. Stimmt! Bin ich da gerade hochgekommen? Ah, jetzt. Jetzt geht's. Ho. Leben! Ein Up! Oh Gott. Vogel. So. Drecksvögel! Das sind die Vögel und Fledermäuse wieder mal. Da haben wir es mal wieder. Alle fliegenden Nervviecher hier. Aber Fledermäuse gab es bisher noch gar nicht. Wundert mich. Alter. Fug! Bräuchte mal einen besseren Schuss irgendwie. Einen unbegrenzten Panzerfaust. Irgendwann. Dem Spiel fehlt das gewisse Bratatatata, habe ich festgestellt. Ein bisschen mehr Bratatata würde dem Spiel sehr gut tun. Warum fällt der da runter? Na? Oh, da hat's auch schon wieder mal ein ganzes. Ah, die blöde Ratz da unten. Er stürzt länger, da ist eine Maus im Keller. Oh Gott. Hier ist das. Doch die Krise hier. Krisige Krise. Jetzt brauchen wir ein Messer. Hm.
Halter falten. Bumm. Ist ja Mistvogel aber auch. So, ein lästiges Vier. So, den haben wir weg. Und den auch. Immer wieder neue. Ach Gott. Da haben wir noch... Na! Der Donut hätte ich noch gern hier. So. Andere Richtung. Na, sicher. Den Vogel auch noch. Double Kill. Double Kill. Kack. Springende Mistviecher da. Sache. Hui. Alter. I go. Das ist ein Drecksack da, der Typ. So. Okay, da oben sind Donuts. Ah, oh, das ist was. Wie kommt man da hoch zum Checkpoint, frage ich mich. Kann man irgendwo drauf landen? Manchen kann man landen, auf manchen nicht. Och, was war denn das? Boom. Vielleicht kann man da mit ein bisschen Anlauf in den Checkpoint reinspringen. Ah, so nett. Ja, fast. Kann er eigentlich auch rennen? Haben wir ja bei Quackshot auch erst nach oder im vorletzten Level festgestellt, dass der rennen kann. Na komm, ich drück doch nach unten. Spring doch mal höher ab. Ja, danke schön. Ach komm. So. Alter. Vorsicht. Scheiße. So wenig Donuts ist natürlich nicht so toll. Und die Bosse relativ machbar waren bisher. Aber nicht so. Fuck, ich hab doch den Kopf getroffen. Okay, wenigstens haben wir den Checkpoint. Das heißt, wir können direkt da jetzt hin. Und ab geht's. So, du hau ab, du hau auch ab. Blöder Kackfucker. So. Mann. So. Jetzt sollen wir natürlich nur noch treffen. Ja. Je mehr Energie hast, umso aggro ist dieser Depp. Kann's ja wohl nicht sein. Kommt mir schon vor. Ist jetzt viel fieser als eben noch. So ein Arsch. Ja, klar. Okay, verliert immer mehr von seinen Kugeln. Ach komm, das war doch geschenkt. Ja, tschüss. The dominated level.
Dankeschön. North Blowhole Forest. Gibt nur Blowhole Forest in diesem Spiel. Bisschen wenig Abwechslung in den Levels, muss ich sagen. Aber das ist ganz nett mit den Augen da im Hintergrund. Hui! Ab, 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 ab. Bleib doch mal da. Oh. Nein! Verdammt die! Mist aber auch. Enttäuscht. Ja, ein bisschen wenig Abwechslung. Naja. Naja. Bio, Bio, oh Gott. Da los. Haben neue Gegner hier am Start, wie mir scheint. Geht das noch ein bisschen höher? Ja, komm schon da. Ja, jetzt. Ich will die Dinger hier haben. Das ist mein letztes Leben. Ich hätte gern. Oha. Ach, shit. Fällst du ständig irgendwie in so blöde Gruben rein? Hallo? Oha! Blöder Ratz! Schmeißt da was runter. Was ist denn das für ein Typ? Ups. Oh Gott. Lauter doofe Gegner hier. Kurz vor Tod. Mein Gott. Nein, nicht schon wieder. Bio. Aua. Das war's. Schinken. Was? Putzmutti? Ha! Die Frau Eichinger, das sieht aus wie die Frau Eichinger hier, das Emote. Die heute Ziefen, du. Wo ist Windy, du? Hartl. Die Frau Hartl. Denkt ihr nichts, die spinnt mit der Stirn. Ja. Nice Mucke hier wieder am Start. Boah.
diesmal in den Baum gekommen. Cool. Coolst. Coolst. Können wir da direkt drüber hüpfen da in den Baum? Nein! Ach komm. So knapp. Nein! Bums die Bums. Ich bin heute gar nicht gut bestrahlt. Schall, oh ja, okay. Ah! Da wäre was gewesen. Was kommt denn da hoch? Haben wir nicht gewettet, Spiel. Wahrscheinlich nicht mehr hin. Da lang. Nein, nein. Ja. Ha, diesmal haben wir sie erwischt. Humugel, das muss was Chinesisch sein. Ja, nice, Donut. The Donut of Healing. Beste. So, da zeigt wieder ein Pfeil runter. Ich glaube, hier können wir hin. Ja. Yep. Fuck! Oh. Fuck! Alter, was eine Bullet Hell hier! Wird nur geschossen! Geballert! Übelst! Oh Gott! Ah, ah, ah! Scheiße! Richtig scheiße! Dummer Sack da rum. Warum fährt das jetzt runter? Ah, so, das darf ich nicht so lange draufstehen. Diese scheiß Plattform. So, und zack. Hui, was macht denn du da? Was macht denn du da? Ach Gott. Was da? Viel Zeugs hier wieder. In den Wald. Alter! Ich kann nichts werfen. Gott sei Dank, der rettende Donut. Das ist der Exit. Geh tot. Da. Gar nicht so schlecht bin ich mal. Muss man mal selber loben, ausnahmsweise. Irgendwie läuft es ganz gut hier. Und das ist ganz schön fieses. So, wir sind in der Donut-Fabrik. Das sieht jetzt wieder aus wie das zweite Level. Also im Level-Design, da waren sie ziemlich faul, kann das sein. Haben sie zwei Hintergründe gemacht, zwei Locations, so ein Haus und ein Wald. Fertig. Aber die Musik macht's wieder wett. Die ist echt gut. Ach, er wieder. Hi, Hundi. Hoho, hast du das gesehen?
Nein! Obwohl. Alles gut. So, wir müssen Leben bekommen durch die Pinöckels da. Nein, oh. Ja. Der Sack, der Blöde. Checkpoint! Das... Checkpoint! Checkpoint gewesen. Bin so blöd. Ach, Rat. Schöne thermische Aufwinde hier, aber irgendwie funktionieren die nicht immer. Ach, fuck. Ach komm, genau da. Genau. Uiui. Man weiß auch nicht, welcher Aufwind hier der richtige ist. Das könnte stimmen. Puh. Vielleicht hier? Da ist ein richtiger Flow hier. Alter! Ein Flow. Ja, da oben muss ich hin, irgendwie. Ich krieg's nur nicht gebacken. Weg? So was, Frustigs? Okay. Aber, wo dann nur? Ah, hier? Da ist ein Flow. Ja, nee. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass weiter hoch muss. Hau. Das, wenn ihr wüsst. Wow, was war das für ein geiler... Können wir irgendwie hier... Oh, cool! Ist ja super. Nein! Muss da so viele Gegner rumstehen? Spiel. Mach doch mal ein bisschen nett. Ach ja, ja. Wenn. Haben wir so viele Gegner hier teilweise. Boah. Yay. Komischer Hund. Dem träume ich heute Nacht. Gott. Diese komische Kreatur da. So, jetzt
Weil ich nicht den Checkpoint wieder verpassen. Das wäre nicht gut. Oh Gott. Nicht viel. Ach, fiese. So, hier ist Checkpoint. Hab ihn. Das ist aber auch fies da, genau. Genau am Loch. Nehmen. Oi, 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 oi. Das ja richtig schnell. Ey, Wahnsinn. Okay. Ein bisschen mehr Energie. Könnten wir das sogar jetzt schaffen? So. Bisschen weiter. So. Na, der Donut! Nein! Ah, hab ihn. Okay. Versuchen wieder da hochzukommen auf diese Schüssel. Jawohl, geilst. Ach, du Sack. Yes. Fuck du. Scheißen Dreck. Ich hoffe, der Gegner ist jetzt gleich nicht mehr da. Das wäre nämlich gemeinst. Ja, sie sind weg. Und sie bleiben weg. Yes! In diesem Luft, das kommt mir echt vor wie dieses Donkey Kong 2 Level da. Da mag ich das schon nicht. T-Rats, hallo. Hätten wir gar nicht hingemusst, hä? Gibt's gar nichts Großartiges. Toll. Müssen wir jetzt schon wieder hin. Gute Frage. Da, ah, da oben. Nö, irgendwie nö. Ach komm. Ich hier vorbei an diesen Dingern. Ah, hier links runter. Scheiß Gegner. Gib mir Energiespiel. Gib mir Energie. Du Kackspiel. Ja, danke. Oh,
Ach, hallo, perfekt da. Da konnte man einfach immer so durchschreiben. Du blöde Ratz! Nimm den Donut, du scheiß Schwein! Dumme Sau ist das halt. Im wahrsten Sinne des Wortes, halt. Dumme Sau! Hey! Danke! Nein! Sarma! Okay. Nein! Oh Mann. Ich hab's schon wieder verkackt. So, danke. Wo geht's jetzt lang? Wieder raus, hä? Irgendwie. Yay! Yeah. Ah ne, hier... Ah, ich fand hier komisch, ja. Unlineare Kacklevels hier. Ah, scheiße. Na. Oh. Was denn? So ein Drecksack. So ein dreckiger Drecksack. Geh weg. Checkpoint! Gott sei Dank. Oh! Gottes Willen, Hundi! Wie das so abläh, der Hund? Okay, den kann ich wohl nur... Doch, den kann ich auch so. Okay. Und Tino, servus! Power Picks of Dark Age! Seltenes Spiel. Ja, es ist auch nicht das Beste. Musik ist gut, aber es ist so ein bisschen... Level-Design ein bisschen unabwechslungsreich. Aber ich hab schon schlimmere Spiele. Es ist okay. Ach, hab keine Donuts mehr.
Dummes Schwein! Warum trifft er den jetzt nicht mehr? Er trifft ihn plötzlich nicht mehr. Jo, jetzt. Jetzt brauche ich... Ja. Kackspiel. Aber noch drei Leben. Das müssten wir doch hinbekommen irgendwie. Manchmal trifft er ihn da unten und manchmal nicht. Was soll denn das? Kommt drauf an, ob der seine Ärmel da gerade ausbreitet oder nicht. Soll ich den denn besiegen? Alter. Das ist viel zu gemein. Das hat sich der Herr Chris Milanese gewünscht. Geschmack, naja. Weiß ja nicht. Sag ich mir nichts zu. Das hat der Ramsey hat vorhin gesagt, dass das Spiel damals relativ schlechte Bewertung bekommen hat. Wie gesagt, ich finde sie jetzt gar nicht mal so schlecht. Eigentlich ist es ein bisschen frustrierend manchmal diesen vielen Gegnern. Alles so Nervgegner. Springende, fliegende, angreifende Nervgegner. Wibidi Wini! Servus! Ich glaube, ich kann das ganze Level gleich nochmal machen. Weil den kriege ich nicht platt. Den kriege ich nicht platt, den Typ. Weiß nicht, wie man da ausweichen kann. Ja? Das Schwert ist halt einfach zu scheiße. Ach komm. Ich glaube, der Boss wird meine Endstation sein. Habe ich mal ganz stark das Gefühl. Game over! Können wir das Level erst nochmal machen? Ja, das war ein sehr seltenes Spiel. Es gab ja fast eine Mega Drive-Version, aber die wurde dann doch nicht veröffentlicht. Tja, ob ich den Boss besiegen kann, ohne selbstständig Schaden zu nehmen? Gute Frage. Gar nicht einfach. Ach komm. Komische Gelee da. Jesus. Und alles von vorne. Ich hasse Levels, wo man so leicht irgendwo runterfallen kann.
und dann komplett alles von vorne machen muss. Das erinnert mich echt an dieses Donkey Kong Country 2 Level. Bölle, Grube oder wie das heißt. In diesem Wind. Donuts. Oh Gott. Du. Hey! Jaboing! Seine Dreckskacksgegner! Gedönen sie hier! Nice. Na, warte. So nice auch wieder nicht. Blöder Pfeiltyp. Geh hier lang. Egal. Hi, Ratz! Ha, rennt weg, die Ratz. Sonst müsste hier gleich der Checkpoint kommen, da. Hauptsache, den haben wir. Jump. Oh ja, da muss natürlich wieder einer runterkommen. Musik ist echt gelungen, ja, kann ich auch nur sagen. Die ist noch das Beste an dem Spiel. Ach ja, komm. Das war, wie springt man an möglichst vielen Edelsteinen vorbei? Wie? Oh, ich habe Leben bekommen, so by the way. Geh tot. So ein Pusterrohrpenner. Habe ich wieder ein schönes Wort erfunden, der Pusterrohrpenner. Und der springt auch manchmal so ein bisschen strange. Aber es ist halt ein Schwein. Was willst du erwarten? Was willst du einfach erwarten? Mann! Du? Reicht es mir langsam mit dir da oben? Tschüss! Killt mich der natürlich sofort.
Hi, so wird's nett gemacht. Ich bin schon gleich wieder Game Over. Wieso? Ich komme nicht mal mehr bis zum Boss mittlerweile. Nee, also das wird mein Endstation sein, habe ich so das Gefühl. Aber wir sind weit gekommen, kann man schon sagen. Hätte ich nicht gedacht. Dafür, dass ich noch nie gespielt habe. Dafür, dass es echt schwer ist. Jelly Boy für Super Nintendo. Ist noch ein Spiel. Jelly Boy. Das kenne ich, glaube ich, sogar. Das habe ich mal gespielt. So. Jawohl, ein Donut, zwei Kills. So, Sau. Ja, irgendwie musste ich da oben. Glaube ich, weiß es wieder. Irgendwie. Ja. Hi, yes, es. Ein Satz. Doofes Schwein! Spring doch! Ocean, der gute Ocean. Einige nette Sachen rausgebracht, Ocean. Aber auch viel Kacke leider, muss man leider sagen. Da müssen wir runter. Eieiei. Ich glaube, hier kriegen wir sogar noch bessere Sachen, wenn wir hier runter. Oh. Ah, danke. Da fliegt der Pfeil noch runter. 10 Stunden später. Die Pfeiltypen sind echt die schlimmsten. Diese blöden Ratzen. Geh weg. Ach, das ist schon schwer, du. Lieber Mann. Ah, ja. Hi. Gott, haben wir noch mal ein Leben bekommen. Und der Insider, moinsen! Schönen guten Tag! The Game! Hast du das auch schon mal spielen dürfen? Ja, richtig klasse! Noch nicht. Da wird's mal Zeit. Super Turrican von Factor 5, ne? Wurde von Ocean gepublished. Ja, oh, die sind in Super Nintendo Version nicht, mit Abstand nicht die beste war. Geht halt nichts über Turrican auf dem Amiga. Turrican 3 gab's ja nur fürs Mega Drive. Das war auch so eine, das war ein ganz schlechter Teil irgendwie.
2 war eigentlich der beste. Der war auch nicht ganz so brutal schwer wie der erste. Donut! Bin ich, glaube ich, schon wieder falsch da rumgezwiebelt hier. Alter! Ach! Nett. Ich gerade schon wieder da unten reingehauen. Maschalawa. Und Servus an der Toki. Nabend. Und thanks for the host. Thanks for the Horst. Lazy Sound. Beste Sound. Das war noch... Es haben noch die Gänsehaut gekommen bei den Start-Up-Sounds. Nicht wie heute. Kling! PS5 Start-Up-Sounds. Hör ich an wie... Gott! Hör ich an wie Arsch und Friedriche. Und... der Dr. Neo Cortex. Servus. Schönen guten Abend. Vielleicht kommen wir doch nochmal zum Boss. Aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie man den... Ich verliere permanent Energie bei dem. Mit seinen blöden Hämmern, die der ständig nach uns schmeißt. Keiner weiß es. So, Checkpoint. Und Boss. Ach komm. Ah komm, das ist voll mies. Da gibt es keinen einzigen Safe-Spot, glaube ich. Kann das sein? Keinen einzigen Safe-Spot. Wie soll man das denn schaffen? Ist ja ein Unding. Beste Sound war der MIDI Sound 4 bei der Sound Blaster AW32. Okay. Jetzt nicht. Wenn du Pech hast, noch ein Flugzeugstart-Simulator-Lüfter. Kann man unter ihm nicht getroffen werden? Ich glaube. Ich probiere es, aber ich glaube, da trifft er ihm auch. Bei? Ja. Schade. Irgendwie. Selbst wenn man da die ganze Zeit schlägt, irgendwie die Trefflein nimmer. Also das ist ja... Das ist, finde ich, schon ein bisschen pervers schwer. Die einzige Möglichkeit, den zu beschlagen, ist, an den dran zu springen. Aber dann schlägt er sofort nach uns. Das ist ja wohl... Das ist ja wohl ein Assi-Boss hier. Also den werde ich auf keinen Fall besiegen. Das weiß ich jetzt schon. Keine Chance. Hoho. Das kannst du harzen spielen. Zum Glück haben wir gleich 7:30. Dann ist Schicht im Schacht. Heute dichten wir wieder. Ne? Scheiße. Okay, immer. Ich muss erstmal die Donuts holen. Da verliere ich schon mal die Hälfte Energie. Bei der Aktion. Oh, die Energie rein. Sarma. Ho. Hab ich nicht mal getroffen. Der Boss ist de facto scheiße. Muss ich leider feststellen. Nee, vielleicht gibt's da irgendeine Methodik, aber ich hab's da nicht raus. Schade. Game over! Ganze Level nochmal. Zu dem Boss werden wir jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr kommen. Kannst du, wenn unten, wenn, was, wenn W unten ist,
nicht auch noch Sachen auf ihn werfen. Das Problem, ich kann nicht... Ich kann kaum werfen. Ich habe nur 6 von diesen Donuts eingesammelt. Also mehr als 6 von diesen Teilen kann ich ihm nicht werfen. Und er braucht viel mehr Hits, um zu sterben. Das ist das Problem. Verdammt Deutsch, Junge! Das kenne ich von meiner Scheiß-Tastatur, wenn ich auf der Couch sitze. Das ist auch so ein Scheiß-Ding. Da ist jedes zweite Wort verkehrt. Also diese Donuts links oben sind meine Energie und dann gibt's noch so Wurf-Donuts. So, Transenhund wieder. Transenhund nicht schlimm, aber dieser blöde Pfeil... Pfeil-Depp. Also Schwierigkeitsgrad ist schon enorm hoch. Super Donut! Atsch! Und Checkpoint. Ach komm! Versinken wir wieder in dem komischen Matschepampe. Tschüss. Tschüss. Und thermischer Aufwind! Yay! Oh ja, voll da rein. Thermische Schmerzen. Ja, das ist aber gerade mal 2 Donuts zum Werfen. Das ist wenig. Drecks! Wie? Ja. Ein Ringel da oben. Jetzt sag mal. Ah! Pusterrohrpenner! Weg da! Oh! Donut! Dankeschön. Ist das schwer, du? Ja. Oh. Life is strange. Ach, diese Melancholie-Spiele da immer. Hör auf. Genauso wie das blöde Gör. Solange die nicht das Zeitliche segnet, ist das alles nix. Das blöde Gör. Mit ihren blöden Pfeilen im Rucksack. Alter. So, und Jump. Ah, dieses.
Donut und darunter. Genau, es geht doch. So, da gehen wir drüber. Nein, nein, nein. Shit. Ja, geil. Doppelt. Doppelt gemobbelt. Und zack. Und zack. Und zack. Komm, 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 komm. Jeder. Wenn wir nochmal zum Boss kommen. Ah, nee, da kommst du gar nicht hin. Blöde Ratzen doch, so. Nice soweit. Mm, oh. Nein. Hier nochmal lang? Nee. Kannst du den ganzen Weg nochmal machen? Hm. Komischen Ratten tauchen immer wieder auf. Ach! Jesus Christ.
So, und endlich. Mama? Da hoch? Nee, ich glaube hier. Yes, das. So, jetzt versuche ich noch einmal bei dem Boss irgendwie was zu reißen. Das wäre dann ein schöner Abschluss. Checkpoint. Und da Jansoft. 6 Donuts gerade mal zum Werfen. Das ist wenig. Wie soll das gehen? Wie? Ich werde immer getroffen, egal was ich mache. Das ist doch Scheiß. Ja, der ist unmöglich. Kannst du nicht besiegen. Dreckshund. Wird das funktionieren? Ich spare keine Donuts, muss ich erstmal die Schachtel aufmachen hier. Oh Mann. Oh, er trifft mich jedes Mal. Egal, was ich mache. Einzige, wenn der auf mich direkt fällt, dann kann ich noch machen, dass der auf mein Schwert fällt. Aber das passiert alle 50 Versuche mal, dass mir das mal gelingt. Ich bin schon wieder out of energy. Naja, das kannst du nicht schaffen. Komm, ein, zwei, komm. Haben wir noch ein Leben? 2 Leben, komm, die machen wir noch. Dann ist Schicht für heute. Wird ich jetzt eh nicht gelingen. Wird mir jetzt eh nicht gelingen, wollte ich sagen. Yay, Donut verschlampt. Verschwendet. Kommt aber eine neue Donutschachtel. Ja, toll. Aber wenn ich die aufmache, dann schmeißt er mir die ganzen. Sein ganzes Gehämmer da an den Kopf. Er ist durch und durch scheiße, dieser Boss. Ja, jetzt habe ich wieder keine Donuts mehr. Donuts. Nein, der ist Schrott. Kackboss. So, letztes Leben, letzter Versuch. Wird nicht funktionieren. Aber komm, machen wir noch. Ja, direkt. Schon um die Donutschachtel zu öffnen, verliere ich 2-mal Energie. Alter, das ist ein Kackboss. Kann nur hoffen, dass der mir auf mich drauf fällt. So. Selbst dann klappt's oft nicht. Jetzt ist er wieder da oben und schmeißt 5 Stunden Hämmer auf mich. Wo ich meine letzte Energie verliere. Ja, also gut, ich muss sagen, das Spiel ist. Der Hit ist es nicht. Grafisch ist es auch nicht so toll und Level-Design-mäßig sieht sehr unabwechslungsreich aus. Aber. Ich hatte schon schlechtere Spiele. Ich hatte natürlich auch schon bessere, aber wollen wir mal nicht so sein. Es war okay. Dann sage ich danke an den Herrn Milanese für dieses Spiel und dann Chuck Rock. Chuck Rock werde ich mir mal anschauen. Und dann sehen wir uns wieder am Samstag 20 Uhr mit dem Donkey Kong Country Trilogie Fangame. So, dann noch einen schönen Abend und bis Samstag, wenn ihr mögt, 20 Uhr. Ciao, ciao. Macht's gut.
Thank you.